dass man sagt, ja, es beruhigt die Gemüter. Nein, genau solche Maßnahmen, übertriebene Maßnahmen, bringen doch Feuer rein. Das ist bewusst eskalierend teilweise gemacht, als deeskalierend. Ah, gut, Mr. Sport TV hier. Morgens das erste Spiel der Eintracht auswärts in der Champions League. Und ich finde es gut, dass wir vom gastgebenden Verein, beziehungsweise von der gastgebenden Stadt vielmehr, so gut empfangen werden. Das hat sie ja letzte Woche schon angekündigt. Und eigentlich hat sich das genau vor 4 Jahren so angekündigt, als uns verboten wurde, die Stadt in Marseille komplett zu betreten. Sobald du irgendwas mit Frankfurt anhast, darfst du die Stadt nicht betreten. Ihr wisst ja, damals wurde darüber gestritten, beziehungsweise wurde gesagt, hier, ihr dürft nicht rein, weil es ist ja eh keine Fans zugelassen. Und weil keine Fans zugelassen sind, dürft ihr auch nicht Marseille betreten. Und ich denke mir, what the fuck? Wie viele verbinden das mit Urlaub? Es gibt so viele. Und man muss sich mal auf die Zunge vergehen lassen. Die Heimfans haben sich damals daneben benommen. Deswegen gab es ein Geisterspiel. Das heißt automatisch, Auswärtsfans sind auch ausgeschlossen. Wieso? Erstmal, scheißegal, denke ich mir, lasst doch die 3000 ins Stadion. Das wären unsere 5% gewesen, je nachdem. Punkt. Und es sind nur 3000 Fans im Stadion, Auswärtsfans. Aber die Auswärtsfans und die Auswärtsmannschaft kann ja nichts dafür, wenn die Deppen sich da daneben benehmen vom Heimteam. Naja, ist halt so. Viele sind hingereist, haben trotzdem Urlaub gemacht, waren vor Ort, Mannschaft unterstützt. Ist halt so. Nähe zum Verein zeigen. Ja? Aber im Endeffekt wurde verboten, dagegen wurde geklagt. Gab ja mehrere hundert Klagen dagegen, also Sammelklagen dementsprechend. Und Anfang des Jahres hat die Eintracht auch bekannt gegeben, per offizieller Stellungnahme, war das Gerichtsurteil, 3,5 Jahre hat es gedauert, muss ich mir vorstellen. Und das war überhaupt nicht rechtens. Und jetzt spielen wir wieder gegen Marseille. Und die machen haargenau nochmal das Gleiche. Ihr dürft das nicht machen, ihr dürft das nicht machen, ihr dürft das nicht machen. Ihr müsst zu dem Parkplatz kommen. Und dann werdet ihr mit dem Bus zum Stadion gefahren. Anders kommt ihr nicht zum Stadion. So gefühlt, ja, wenn ihr selbst ein Hotel gebucht habt in der Stadt, im Stadtzentrum, habt ihr gelitten. Da kommt ihr nicht hin, wir lassen euch nicht rein. So gefühlt, weißt du, übertrieben gesagt. Ich verstehe es nicht. Wirklich 0, nicht, dass die das verstehen. Frankreich, und das Schlimme ist, wenn es da eskalieren wird, es wird so ein böses Rückspiel werden. Aber darauf wollen wir gar nicht eingehen. Aber leider Gottes, durch solche Maßnahmen, muss man leider sagen, kommt der erst Feuer ins Spiel. Das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, dass man sagt, ja, es beruhigt die Gemüter. Nein, genau solche Maßnahmen, übertriebene Maßnahmen, bringen doch Feuer rein. Das ist bewusst eskalierend teilweise gemacht, als deeskalierend. Und das ist leider teilweise das Traurige. Verbiete uns doch einfach den Platz, den Platz und den Platz, weil Marseille-Fans sind da. Punkt. Ist doch kein Problem. Wenn der Treffpunkt irgendwo von Frankfurt ist, wird auch nicht gesagt von Marseille-Fans, ihr dürft da hin. Nein, dann dürfen Marseille-Fans zu unserem Treffpunkt genauso nicht hin. Das ist doch ganz normal. Aber verbiete uns doch nicht, irgendwo in die Stadt zu gehen. Teilweise auch neutral. Hallo? Wenn ich neutral Bock habe, mir die Stadt anzuschauen, und wenn man irgendwo ist, will man sich die Stadt anschauen, dann ist es so, okay, ich persönlich kenne Marseille schon, ist mir egal, aber für andere ist es doch Kacke. Die müssen sich jetzt wirklich inkognito anziehen, müssen nur hoffen, dass du nicht als Deutscher erkannt wirst, weil du sonst Ärger bekommen kannst. What the fuck, ey? Meine Güte, vor allem das werden auch nichts mit Eintracht drunter ziehen. Das heißt, du musst eigentlich, wenn du in die Stadt willst, musst du komplett ohne Eintrittsstaff irgendwie hingehen. Wenn du ein Tattoo hast, bist du schon am Arsch. Wenn die das sehen. Und dann, bam, das wird ein zweites Rom. Ich sag dir, 6. Spieltag, Lazio Rom, Saison 18, 19, wo wir den Europarekord gemacht haben, mit den 6 Spielen, 6 Siegen als erste
deutsche Mannschaft bis dato. Aber ich verstehe es nicht. Ich habe keinen Bock. Wenn, dann macht die Polizei die Kontrolle. Das hatte ich in Rom auch. Da haben die Ordnung kontrolliert und die Polizisten. Und ich glaube, ich habe euch die Story schon mal erzählt. Ich musste mich fast nackt ausziehen. Es war zum Glück da nicht so kalt. Aber neben mir, der Ordner, hat meine beste Freundin, der Mutter, die Freund, kontrolliert. Und ich war immer noch nicht fertig. Die haben gedacht, wegen meinem Buckel, den ich habe durch meine Skoliose, habe ich da was reingeschmuggelt. Ich schwör's dir. Ich musste meine Hose runterziehen bis zum Kniekehlen und mich dreimal im Kreis drehen. Okay, die Boxershorts durfte ich wenigstens anlassen. Aber Alter, Jacke aus, Pulli aus, T-Shirt hochgehalten, über den Kopf und dann drehen. Willst du mich verarschen, Alter? Und im Hintergrund lacht sich meine beste Freundin kaputt. Hat Tränen in den Augen. Ich muss mich mal fragen, ob es davon ein Video gibt. Aber alter Falter. Und das wird in Rom nochmal. Das wird nochmal ein gleiches Ding wie in Rom. Sag ich mal, zählen in Rom, das wird böse, glaube ich. Hoffen wir einfach, dass es friedlich bleibt. Also. Ich werde wahrscheinlich in Kognito reingehen. Und ich habe keinen Bock irgendwie. Bin ich ganz ehrlich. Meine Eintracht-Sachen anzuziehen und dann irgendwie Stress zu bekommen. Klar liebe ich, Fotos zu machen vom Stadion mit Trikot etc. Aber dann soll es sein, vielleicht verstecke ich irgendwie, vielleicht habe ich doch ein Shirt an. Muss ich gucken, aber das ist halt schon übel. Das ist einfach, das ist alles schon bewusst im Voraus schon gemacht von Marseille. Und dann müssen wir einfach hoffen, dass alles friedlich bleibt und dann schau es mal, aber trotzdem, das waren wirklich so Sachen, die nicht rechtens sind, wieder macht und durchwinkt. Und es gibt einige, die überlegt haben, eine Klage zu machen, aber haben gesagt, nee, die machen es jetzt nicht. Und ja, was bringt das denn jetzt auch nochmal? Oh Mann, ey. Toi, toi, toi einfach an alle, ne? Ich bin auf jeden Fall gesagt, morgen im Stadion. Es wird eine erste Reaktion, definitiv. Kommen vielleicht, ja, Social Media unten auschecken, damit ihr wisst, was abgeht. Vielleicht werde ich ein paar Fotos machen aus Marseille etc. Da mal was schreiben. Auf Twitter zum Beispiel oder Instagram Fotos. Vielleicht Profil-Stories mal schauen. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Marseille ist scheiße, Alter. Südfrankreich. Ich habe mit Südfrankreich habe ich da schöne Erinnerungen. Aber schon viel. Blöde Erinnerung. Aber schauen wir mal. Das wird morgen aber eine schöne Erinnerung. Weil wir uns den scheiß Champions League Sieg holen, den ersten. Let's go, Mann. So und nicht anders. Ich sage ja Arrivederci. Bis dahin. Und ciao, ciao. Und checkt meinen Eintrag-Kanal aus.